Hallo ihr Lieben, willkommen zum vierten und diesmal auch letzten Teil in meiner Reihe Relativsätze. Mein Name ist Peter Heinrich von der Website easyduff.de, die Adresse, wenn es darum geht, gute Lerntipps für Deutsch als Fremdsprache zu finden. Heute, das Video ist nicht mehr ganz so fortgeschritten, das spricht alle Lernenden an, auch die Anfänger, die erst mit Relativsätzen anfangen. Ich habe hier wieder meinen Referenzsatz, meinen einfachen. Paul isst eine Pizza, die ihm gut schmeckt. Ich werde den Satz kurz analysieren. Wir haben hier das Verb essen. Dem gebe ich eine blaue Markierung. Ihr wisst, bei mir ist der Akkusativ blau. Dieses Verb möchte also ein Akkusativobjekt. Hier ist es eine Pizza. Und zur Pizza kriegen wir noch mehr Informationen durch einen attributiven Relativsatz. Ein Attribut, habt ihr in den vorigen Videos gelernt, ist eine Eigenschaft, eine zusätzliche Eigenschaft zu einem Nomen. Das wird hier in Form eines Relativsatzes angehängt. Hier ist der Relativsatz, die ihm gut schmeckt. Das Relativpronomen bezieht sich hier auf die Pizza. Insgesamt ist dieses gesamte Gebilde, die Pizza inklusive Relativsatz, das Akkusativobjekt. Deswegen markiere ich das so. Okay, das war unser Ausgangssatz und neulich hat ein Zuschauer mir eine Frage gestellt. Nämlich, er hat mir diesen Satz hier geschickt. Ich habe mich gestern mit meinem Freund getroffen, der sehr gut Fußball spielt. Und er hat mich gefragt, Peter, ist das auch ein Relativsatz? Und ich gebe heute die Antwort und sage ja. Der sehr gut Fußball spielt, ist auch ein Relativsatz, aber wir fragen uns, warum stellt er diese Frage überhaupt? Es fällt uns auf, dass der Relativsatz hier nicht direkt beim Bezugsnomen steht. Wir hatten ja gelernt, der Relativsatz wird normalerweise direkt an das Nomen angehängt, zu dem er gehört. In diesem Satz, den möchte ich auch mal etwas analysieren, haben wir hier ein Hilfsverb auf zweiter Position. Ich habe, das ist unser konjugiertes Verb. Aber das eigentliche Verb, das uns den weiteren Verlauf des Satzes vorgibt, heißt sich mit jemandem treffen. Ich habe mich mit meinem Freund getroffen. Das steht hier am Ende als Partizip 2, weil wir hier das Perfekt bilden im Infinitiv heißt das Verb sich mit jemandem treffen und ich treffe mich mit einem Freund im Präsens und im Perfekt verwenden wir das Hilfsverb haben auf Position 2 und dann am Ende das Partizip. Und wenn das so ist, spricht man im Deutschen von der sogenannten Verbklammer oder Satzklammer. Ihr könnt euch das wirklich vorstellen wie eine Klammer. Mit dem Verb auf Position 2 öffnen wir die Klammer und am Satzende wird die Klammer geschlossen. Wenn ich jetzt die Regel beachten würde, dass der Relativsatz, das ist er, direkt an das Nomen anhängen würde, müsste ich denn hier reinschreiben. Also dieses ganze Konstrukt würde ich hier noch einfügen und das Partizip 2 wäre dann ganz am Satzende. Das wäre grammatikalisch korrekt, aber der Satz würde dann so heißen. Ich habe mich gestern mit meinem Freund, der sehr gut Fußball spielt, getroffen. Das ist korrekt, das ist ein korrekter Satz, aber nicht leicht zu verstehen. Mark Twain hat sich darüber lustig gemacht. In seinem Aufsatz Die schreckliche deutsche Sprache macht er sich darüber lustig, dass im Deutschen das Verb oft ganz weit am Ende steht. Wir fangen an mit dem Verb auf Position 2, dass er nur ein Hilfsverb ist in diesem Fall. Es sagt noch gar nichts aus. Ich habe mich und jetzt kann
alles Mögliche an Verben am Ende stehen, um diesen Satz zu ergänzen. Und wenn ich das alles lese, ich habe mich gestern mit meinem Freund, der sehr gut Fußball spielt, na was denn nun? Habe ich mich mit ihm geprügelt? Habe ich mich mit ihm sonst irgendwas? Nein, ich habe mich getroffen mit ihm. Und deswegen, weil das so kompliziert ist, versuchen wir das ein wenig zu vereinfachen und schließen hier zunächst mal die Satzklammer, die Verbklammer, damit wir schon den ersten Sinn verstehen und hängen den Relativsatz dann an. Und darum soll es heute gehen. Es gibt im Deutschen verschiedene Varianten dieser Verbklammer. Immer dann, wenn das Prädikat, das Verb, aus mehr als einem Teil besteht, haben wir eine Verbklammer. Und in solchen Fällen ist es eigentlich schöner, wenn wir den Relativsatz erst nach dem Schließen der Klammer anfügen. Ich zeige euch jetzt ein paar Beispiele. So, hier bin ich wieder. Ich habe euch mal einige Phänomene der deutschen Grammatik aufgeschrieben, bei denen wir es mit einer Verbklammer zu tun haben. Nämlich, wenn wir verschiedene Zeiten bilden, zum Beispiel das Perfekt. Dazu hatten wir gerade ein Beispiel. Ich habe mich mit einem Freund getroffen. Das ist das Perfekt. Oder das Futur 1, auch das Futur 2. Bei Modalverben ist das der Fall. Sieht man das, ja? Und auch bei trennbaren Verben. Vielleicht gibt es noch ein paar andere Fälle. Ich erhebe jetzt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Das sind jetzt aber die wichtigsten, die mir einfallen. Und dazu möchte ich kurze Beispiele machen, immer in Bezug auf unseren Referenzsatz. Paul isst eine Pizza. Im Perfekt heißt der Satz so. So, ich kürze das jetzt alles ein wenig ab, damit es nicht zu kompliziert wird. Hier ist dieser Satz, Paul isst eine Pizza im Perfekt. Wir haben das Hilfsverb auf Position 2. Das Verb essen kommt nun als Partizip 2 ans Ende, wenn wir das Perfekt bilden. Hier steht es, Paul hat eine Pizza gegessen. Ihr wisst ja, dieses Verb, das jetzt im Partizip 2 steht, ist unser eigentliches Verb des Satzes. Das heißt, das Verb mit der Bedeutung, das Verb, das uns auch sagt, wie es mit dem Kasus weitergeht. Essen möchte einen Akkusativ. Die Pizza steht hier. Das kann ich kurz einrahmen. So. Der Akkusativ kommt hier vom Verb essen. Und jetzt würde man den Relativsatz eben hier auch hinten anhängen und nicht direkt zur Pizza schreiben, weil sonst die Verbklammer, hier ist sie, Klammer auf, ist auf Position 2, soll keine 1 sein, sondern eine Klammer auf und hier schließt sich die Klammer. Wenn ich nun hier noch einen Relativsatz reinpacke, wird das Konstrukt zu lang, bis endlich unser bedeutungstragendes Verb am Ende kommt. Deswegen würde man den Relativsatz hier nach der Verbklammer erst anhängen. Also so viel zum Perfekt. Und jetzt schreibe ich euch noch einen weiteren Satz auf. So, hier bin ich wieder. Dieses Mal einen Satz im Futur 1. Wir haben hier wieder auf Position 2 unser konjugiertes Hilfsverb. Das Futur 2 wird ja gebildet mit werden auf Position 2 plus das eigentliche Verb im Infinitiv am Satzende, hier ist es, wieder unser Verb essen. Essen gibt uns wieder natürlich den Akkusativ vor. Hier ist er. Das alles ist wieder die Verbklammer von hier, von Position 2 bis zum Ende. Und auch hier hängen wir wieder den Relativsatz einfach ans Ende an. Und genauso machen wir es auch mit Modalverben. Das Beispiel zeige ich euch jetzt. Dieses Mal habe ich ein Modalverb verwendet, nämlich möchte auf Position 2. Es wird konjugiert. Paul möchte, du möchtest, ich möchte, wir möchten und so weiter. Das Verb mit der eigentlichen Bedeutung steht im Infinitiv am Ende. Wieder der Infinitiv. Es möchte einen Akkusativ. Hier steht er. Es ist immer dasselbe bei dem Verb essen.
Und auch hier haben wir eine Verbklammer, wenn wir Modalverben benutzen. Modalverben stehen immer auf Position 2 und das eigentliche Verb mit der wichtigen Aussage steht am Satzende. Und hier haben wir dann wieder unsere Satzklammer oder unsere Verbklammer. Und auch hier hängen wir den Relativsatz einfach hinten an, damit das ganze Konstrukt, bis endlich das Verb mit Aussage kommt, nicht zu lang wird. Okay, jetzt zeige ich euch noch den spannenden Fall der trennbaren Verben. Falls ihr trennbare Verben noch nicht kennt, auch diese Verben funktionieren als Verbklammer. Ich nehme mal ein Beispiel, das Verb abholen. Jetzt sprechen wir also über trennbare Verben. Ein trennbares Verb besteht aus einem Grundverb holen, das gibt es als einzelnes Verb. Und es hat nun noch eine Vorsilbe angehängt bekommen. Und mit dieser Vorsilbe hat das gesamte Verb eine völlig neue Bedeutung. Es ist eigentlich ein neues Verb entstanden. Die Betonung liegt auf der ersten Silbe, abholen, nicht abholen. Wir sprechen es abholen aus. Und sobald wir ein trennbares Verb in einem Satz verwenden, trennen wir die Vorsilbe ab und sie kommt ans Satzende. Das zeige ich euch jetzt an einem Beispiel. Hier ist ein realistischer Satz. Ich hole meinen Sohn ab, der Basketball gespielt hat. Hier ist also unser Verb auf Position 2, das Grundverb holen, und die Vorsilbe wurde jetzt abgetrennt und wandert ans Ende, nämlich hierhin. Das ist also der zweite Teil unseres Prädikats und deswegen können wir auch hier sagen, hier geht eine Klammer auf. Und hier geht sie wieder zu. Nein, ich muss es ein wenig. So, weiter nach hinten schreiben. Ich hole meinen Sohn ab, der Basketball gespielt hat. Diesen Relativsatz kann ich wieder hier direkt zum Bezugsnomen schreiben. Meinen Sohn, der Basketball gespielt hat, ab. Ich lese nochmal den ganzen Satz vor, weil es so lustig sich anhört eigentlich. Ich hole meinen Sohn, der Basketball gespielt hat, ab. Das wäre grammatikalisch korrekt, aber wirklich nicht schön und schwer verständlich. Weil ich eben beginne, es gibt ja bei trennbaren Verben, kann man ganz viele unterschiedliche Vorsilben anhängen. Also das ist jetzt eine Variante mit holen. Mir fällt jetzt spontan keine andere ein, aber trennbare Verben funktionieren im Prinzip so, dass ich ein Stammverb habe und es unterschiedliche Möglichkeiten gibt, hier eine Vorsilbe anzuhängen. Wenn ich den Satz beginne, weiß ich ja noch gar nicht, mit welcher Vorsilbe ich arbeite, beziehungsweise der Zuhörer weiß das nicht. Und dann bleibt also hier auch immer etwas offen, bis endlich das aufgelöst wird, indem die Vorsilbe genannt wird, die ja am Ende steht. Und deswegen ist es unheimlich kompliziert, wenn man das Feld zwischen der Klammer unnötig erweitert. Es ist ganz gut, wenn man es zwischendurch mal abschließt und fertig macht und dann den Relativsatz einfach ans Ende anhängt. Man weiß ja dann trotzdem aufgrund des Relativpronomens, dass ich nach Numerus und Geschlecht, Numerus und Genus auf das Bezugsnomen beziehen muss. Deswegen kann man das schon sehr gut zuordnen, ohne dass es da Verständnisschwierigkeiten gibt. Und sowas funktioniert natürlich auch, wenn wir hier Objekte im Dativ haben. Aber ich würde sagen, der häufigste Fall, bei dem sowas vorkommt, ist bei Akkusativobjekten. Besonders, weil das Akkusativobjekt meistens eher hinten im Satz steht. Dann machen wir erstmal die Verbklammer zu und dann würden wir noch den Relativsatz anhängen. Das war gar nicht so lang für heute.
Das war aber nochmal eine wichtige Lektion. Ich bedanke mich nochmal bei diesem Zuschauer, der Roger heißt da oder Roger oder Roger, ich weiß nicht, wie er seinen Namen ausspricht. Ich bedanke mich nochmal bei ihm, dass er mir diese Frage geschickt hat. Das war eine sehr, sehr wichtige Anmerkung. Und damit schließe ich dieses Thema der Relativsätze ab und melde mich aber ganz sicher bald mit einem neuen spannenden Grammatikthema. Wenn ihr selbst Fragen oder Ideen habt, bitte schreibt sie gerne in die Kommentare. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du denkst, du hast was gelernt. Und natürlich freue ich mich auch über Daumen nach oben. Und vergiss bitte beim Abonnieren die Glocke nicht, damit du alles gleich wieder mitkriegst von mir. Und natürlich, wenn du dieses Video nicht auf meiner Website easydav.de gefunden hast, solltest du unbedingt mal einen Blick wagen. Dort findest du sehr gute Gedächtnishilfen für Grammatikregeln. Das war's für heute. Bis zum nächsten Video. Euer Peter.